da sind wir beim erwarteten Nachfolger zu Lego Racers. Hier ist Lego Racers 2, wer hätte es gedacht. Und ich bin nicht alleine da. Ja, ich habe diesmal Unterstützung. Und zwar nicht nur ein, sondern vielleicht zwei Leute. Wen haben wir denn da alles? Ja, also erstmal bin ich aus dem fernen Hannover quasi angereist, allerdings auch nur per Skype. Hier ist der A-Grip, guten Tag. Ich darf heute mitfahren, virtuell. Fahren wirst du ja wieder. Ja, fahren werde ich wieder. Und da haben wir hier noch den Tobi. Der Tobi, der sitzt daneben hier direkt. Der wohnt jetzt zum Glück nicht so weit weg. Und wir stellen natürlich auf Deutsch. Nee, wir spielen auf Spanisch. Wir spielen mal auf Italienisch. Ja, genau. Wir spielen Spanien, das Spiel. Ich verstehe kein Französisch, du verstehst vielleicht. Hey, schon. So, da sind wir im Hauptmenü. Ich werde auch nichts anderes sehen, denn sonst wird es gespoilert. Ja, das stimmt durchaus. Wir legen direkt los. Das Abenteuer. Ja, Abenteuer wollen wir auf jeden Fall erleben, ne? Genau. Nehmen wir uns. Tja, so viele Möglichkeiten gibt es ja, glaube ich, nicht, oder? Was passt es überhaupt? Nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ich bin heute mal nicht so mehr zufrieden, nur 1, 2, 3, 4. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Nein. Ja, wenn schon hinten mit einer 8 oder einer 9. Das wäre dann noch Stiefel. Ja, 0800 54 74 230 ist übrigens meine Telefonnummer, bitte schön aufschreiben. 0800. Ja, 0800. Ja, das stimmt. Nenn dich doch einfach Gameboy. Oder so. Ja. So ganz entspannt. Einmal was Neues. Game Bay. Ja, Game Bay finde ich gut. Game Bay ist auch gut. Ja, okay, dann machen wir. Das ist gut. Also ich würde generell sagen, nimm die schöne Baummütze. Ja, nee, die daneben. Die hier, ja genau. Nee, aber mit Cowboy-Hut hat schon mehr Stil. Das wäre schon ganz gut. Ja. Ja, der rote oder der Cowboy-Helm. Ich glaube, die sind schon ganz gut. Obwohl, der ist natürlich auch stilvoll, der blaue. Nee. Ja, wir tragen auf jeden Fall nicht das Orangene, ne? Das ist nämlich nur für die Müllabfuhr. Ja. Sehr gut, Gameboy. Hast du gut gemacht. Wir haben ja vorhin so ein schönes Auto gebaut. Also das, wenn du das nochmal wiederholen kannst, dann wäre es doch Highlight. Ja. Was hätten dann geklappt? Ach ja, ja, okay, stimmt. Den kannst du auch so quer darüber packen eigentlich. Geht ja auch. Ich hab ein Auto voller Wolle. Also vorhin das Auto fand ich lustiger, was du gebaut hast. Das sah auch sehr lustig aus, muss ich schon sagen. Oh, das fällt mir auf. Das war ich auch gar nicht.
Gameboy, vergiss nicht, bewege einen Stein mit den Pfeiltasten. Ja, ja, das ist Sparky, der sagt sehr schöne Sachen. Nee, irgendwie nicht. Dann ist es zumindest symmetrisch. Ja, solange der Zug nicht abgefahren ist, ne, also ich finde, da vorne sieht er ein bisschen leer aus. Da ist noch ein bisschen was drauf. Drücke Cursor rauf. Okay. Was ist das? Ah, das ist natürlich gut, dass du es jetzt noch bemerkst. Das ist ganz praktisch, bevor es zu spät ist. Ja. Also ich muss sagen, dein Auto sieht irgendwie aus wie so ein Milchflaschenauto, wo du so ein paar Milchflaschen mit transportierst oder so ein paar Bierkästen. Nö, das sieht sehr gut aus. Also man kommt nicht auf die Idee, dass du mit Rennen fährst. Ja. Aua. Nö. Hey, gut gefahren, ja. Vor allem, wie kommt der so schnell dahin? Stand der nicht eben noch im Dorf? Goldene Steine? Ah, die gab es in Lego Racers 1 aber nicht, oder? Ja, das stimmt. Damit kannst du jetzt voll abheben. Oh, der Fred! Hey! Ja, ne, er ist der schnellste mit seinem Bagger, der schnellste Fahrer von Sandy Bay. Ah. Oh, der Gavin, oh, wer macht den Gavin? Oh, ich muss ja darauf schon wegen Berufswegen so schnell wie möglich fahren. Nein, ich bin der schnellste Fahrer und ich werde jedem Herausforderer, ich nehme es mit jedem Herausforderer auf. Und das will ich, Jungs, habt ihr schon mal jemanden mit einem Bagger ein Rennen für gewinnen sehen? Nee, noch nicht, aber wahrscheinlich gleich. Na, du könntest nicht mal Gameboy schlagen. Ach, halte die Klappe. Jungs, ich bin so sicher, dass ich gewinnen, dass sogar Gameboy goldenen Stein gebe, wenn ich verlieren sollte. Komm rüber zur Baustelle und lass uns ein kleines Rennen fahren. Pass bloß auf, du! Ja, ich muss sagen, das ist der Text, den ich den etwas stockend vorgelesen habe. Das Bild kommt auch nur etwas stockend bei mir an, leider. Ja. Ja, also wenn du über einen Berg bist, dann mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Oh, das war aber ein schöner Sprung, muss ich sagen.
So, jetzt kommt er erstmal, okay. Hä, hey, du bist also hier? Dann lass uns mal ein Rennen fahren. Oh. Und wir haben noch 5 Minuten. Krass, na gut, das sollte reichen. Oder wie lange dauert die Runde? Oh. Diesmal muss man diese Touren machen. Wenn hinten wirklich mitten in dieser Overall-Stadt. Also so ein bisschen Need for Speed-like. Man muss sich aber einen auch abblocken. Voll an der Seite. Ich muss sagen, der Bagger führt irgendwie. Wie, was für ein... Nee, du musst aber auch irgendwie ihn dann noch überholen, ne? Wie sieht's überhaupt mit den Items aus? Ja, der rammt dich dann auch immer zur Seite. Naja, man muss sagen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das war ein schöner Volltreffer, wunderbar. Ja, nicht schlechter. Also, das waren auch nur 2 Runden. Das ist ja, das geht ja echt recht flott. Na, hast den Baggerfahrer aber gerade so abgehängt. Mist! Das gibt's doch gar nicht. Wie hast du es geschafft, meinen neuen Bagger zu besiegen? Was gibt's da zu lachen? Warum forderst du ihn nicht mal ihn hier raus? Gameboy. Yay, Subi. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, dass wir noch ein Rennen schaffen. Ja, dann kannst du jetzt noch die letzten Minute noch irgendwie so rumfahren. Ja, stimmt. Wo dein Kopf gerade hin zeigt, ja, genau. Ja. Ja, ist sehr gut zu sehen. Ist sehr schön. Also dein Fahrer macht das gut. Und wenn du in eine andere Richtung dich neigst, dann bist du bei der Geschwindigkeit. Ah, herrlich. Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder in der neuen Folge. Ja, ich bin wahrscheinlich auch wieder mit dabei, schätze ich. Genau, gibt ja noch ein paar, ne? Da kannst du dann noch was machen. Ja, das würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. Wir sehen uns auch wieder. Thank you.